Ja, ich habe Jesus gefragt in meiner Gebetszeit, Herr, was soll ich sagen heute? Und Jesus hat gesagt, mach mich groß, mach mich groß. Und das möchte ich tun, Jesus, weil dir gebührt die Ehre. Können wir das ausstellen oder ist das das Licht da vorne? Also dieses Gott, also ja, das blendet, wenn ich jetzt hier so stehe. Das blendet mich irgendwie. Und mir ist dann selber eingefallen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wo wir wirklich Weihnachten feiern, also die Geburt Jesu, dass Jesus immer so als kleines Kind gesehen wird in der Krippe. So war das auch bei mir früher, als ich noch nicht richtig bei Jesus war, Jesus in mein Herz aufgenommen habe. Ja, da war Jesus immer so dieses kleine Baby in der Krippe und oft auf vielen Darstellungen ist es auch so. Jesus ist da als kleines Baby und die Menschen oder viele haben gar nicht so richtig verstanden, dass Jesus der König der Könige ist, dass da wirklich ein echter König gekommen ist. Bei mir war das selber früher so, das war halt das Christkind, also Jesus als kleines Baby. Und Gott ist ja in seine Schöpfung gekommen und hat sich ganz klein gemacht. Er ist als Mensch gekommen und Jesus war da wirklich so verletzlich auch als Baby, aber er ist der König. Und ich möchte heute Jesus groß machen, damit das in unsere Herzen hineinfällt und in unseren Kopf, dass Jesus der König der Könige und der Herr der Herren ist und dass Jesus der mächtige Herrscher ist und dass Jesus der Friedefürst ist und dass an Jesus kein Weg vorbeigeht und dass Jesus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und ich bin das Leben und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und dass das einfach nochmal hineinfällt, gerade vielleicht auch, wenn wir ins Gespräch kommen, in der Weihnachtszeit mit Leuten, wo ja doch selbst die Menschen, die mit Glauben nicht so viel am Hut haben, plötzlich auch wieder ja, sich Gott zuwenden, aber Jesus eben als kleines Baby sehen und nicht als mächtigen Herrscher. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir heute den König preisen, dass wir heute den König anbeten. Und ich habe euch Bibelverse mitgebracht, weil Jesus als König angekündigt wurde, ja auch schon im Alten Testament ganz häufig. Und ich habe eine Stelle aus dem Sacharja, Kapitel 9, Vers 9. Da steht, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Ein König kommt. Ein König kommt, ein König kommt in die Welt. Deswegen feiern wir Weihnachten, weil ein König ist in die Welt gekommen. Und im Jesaja Kapitel 9, Vers 5 bis 6 steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesu Königreich hat begonnen, als Jesus Christus in die Welt gekommen ist als König. Es ist kein Königreich, auf das wir warten in weiter Ferne, sondern es steht, dass dieses Königreich von nun an angefangen hat. Es wird gefestigt und gestützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also als das Kind geboren wurde, als der König gekommen ist. Und von da an wird ein Königreich aufgebaut von einem mächtigen Herrscher, von Jesus Christus. Und vieles
sehen wir noch nicht. Es ist ein unsichtbares Reich, was aber ins Sichtbare kommt durch die Jesus-Nachfolger, die Recht und Gerechtigkeit verbreiten, die nach den Maßstäben Jesu leben. Wir versuchen es wenigstens, so gut wie es geht, danach zu leben und scheinen in die Welt hinein. Das Königreich verbreitet sich wie ein Sauerteig und es wird mehr und mehr. Ich würde auch lieber viel mehr sehen, aber es ist heute schon mehr zu sehen als noch vor 1000 Jahren. Und es wird in 10 Jahren viel mehr zu sehen sein als heute, weil das Königreich Jesu geht auf wie ein Sauerteig. Und Jesus hat gesagt, dass sein Königreich mitten unter uns ist. Er wurde gefragt, wo ist das Königreich? Und es ist nicht hier oder dort, sondern das Königreich ist mitten unter uns, unter euch. Also seit Jesu Geburt, seitdem der König gekommen ist, hat sein Königreich angefangen. Und wie sehen wir das Königreich? Wie sehen wir das Königreich? Weil es sich durchdrückt, wenn Menschen gerettet werden und wiederhergestellt werden, wenn Jesus zerbrochene Herzen heilt, wenn du den Frieden Gottes empfängst für dein Leben, wenn du durch Krisen gehen kannst und getragen wirst auf den starken Schultern von Jesus, wenn du nach den Maßstäben Gottes lebst und die Leute daran erkennen, wir sind anders, die Jesus-Nachfolger sind anders. Frieden kann sich ausbreiten, Gerechtigkeit entstehen. Wenn wir beten für die Menschen, für ihre persönlichen Anliegen, wenn sie merken, Jesus ist da, wenn sie merken, Jesus greift ein. Halleluja. Halleluja. Wenn sie merken, dass Jesus heilt, wenn wir für die Kranken beten und Heilung geschehen, dann drückt sich der Himmel ins Sichtbare hinein. Dann können wir sehen, einfach, der Mensch ist heil geworden, mein Asthma ist weg. Mein Asthma ist vollkommen weg und das ist Königreich, sichtbares Königreich. Sichtbares Königreich ist auch, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Tod. Und dass ich selbst in Krisenzeiten, einige haben das letzte Jahr oder nicht letzte, dieses Jahr mit uns erlebt, trotzdem noch ja, Licht sehe, dass ich da durchgehen kann, dass ich Frieden habe, dass ich einfach eine starke Schulter habe. Das ist Königreich Jesu. Das ist der mächtige Herrscher. Der ist so groß. Jesus, du bist so mächtig. Du bist so wunderbar, Herr. Und ich bitte dich, dass du den ganzen Raum hier in deine Hände jetzt nimmst, dass du jeden Einzelnen zu dir ziehst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du hier wehst, dass du hier rumgehst. Und alles soll dir gehören. Und ich weise alles zurück, was nicht aus Jesu Königreich kommt. Das muss den Raum verlassen, dass hier wirklich die Herrlichkeit des Herrn scheinen kann. Und ich danke dir, Jesus. Und ich habe aus dem Buch Daniel noch einen Bibelvers mitgenommen, wo Daniel sagt, wie wir das Königreich sehen. Wie werden wir das erkennen? Und Daniel schreibt, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden. Und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Also Jesu Königreich wird niemals zerstört werden. Alles bricht zusammen, wenn wir, egal wo wir hingucken, Regierungen brechen zusammen, Königreiche sind zusammengebrochen. Es ist bis jetzt alles irgendwann mal kaputt gegangen. Aber Jesus Königreich geht niemals kaputt. Jesus Königreich ist ein ewigliches Königreich. Und Jesus Königreich ist ein Königreich, was der König selbst bestätigt durch Zeichen und Wunder im Himmel, wie es im Buch Daniel steht, und durch Zeichen und Wunder auf der Erde. Und weil wir das einfach sehen, weil Jesus Menschen verändert und weil Jesus Krankheiten heilt, weil wir gesund werden, weil wir unsere Herzen wiederhergestellt werden, weil Jesus
Familien, kaputte Familien wiederherstellen kann, weil Jesus auch Ehen wieder retten kann. Das kann nur der König selbst, wenn wir uns an den König wenden. Dann bekommen wir die Hilfe vom Herrn. Und es ist ein Königreich, das währt ewiglich. Und Jesus selbst in der Offenbarung steht, dass er auf einem weißen Pferd sitzt und er hat an seinem Gewand steht das Wort Gottes, König der Könige, Herr der Herren. Jesus ist der König der Könige. Jesus ist der mächtige Herrscher. Jesus ist das Alpha und Omega. Jesus ist Anfang und Ende. Jesus gebührt alle Ehre. Um Jesus dreht sich alles und an Jesus kommt keiner vorbei. Jesus ist der Weg und Jesus ist das Licht und Jesus vertreibt die Finsternis. Jesus gehört alles. Jesus hat alles geschaffen und zu Jesus führt alles wieder hin. Und Jesus ist ein mächtiger Herrscher. Und in der Bibel steht im Psalm 47, Vers 3, denn der Herr der Höchste ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Ja, Jesus ist gefürchtet, weil Jesus wird erkannt. An Jesus scheiden sich die Geister. Jesus spaltet. Jesus spaltet. Und es wird kommen, dass jedes Knie sich beugen wird vor diesem mächtigen König und dass jeder Mund bekennt, dass Jesus Herr ist und dass Jesus der König ist. Und alle Welt wird das sehen, denn dieser König kommt wieder und baut auf sein Reich und es ist ein ewigliches Reich. Und nur wer bei Jesus ist, kann in dieses Königreich eintreten, wird Wiederherstellung erfahren, wird von Jesus erfüllt, von seiner Liebe und von seiner Barmherzigkeit. Und Jesus hat alles gemacht. Dieser große Gott, Gott selbst, ist in seine Schöpfung. Kleines Kind wieder in der Krippe, nochmal der Bogen zu Weihnachten. Ich finde, für mich ist das unvorstellbar. Was hat Gott gemacht? Was hat Gott da gemacht, weil er uns so liebt? Als kleines Kind ist er gekommen. Und so ein Baby ist total auch, ja, verletzbar. So ein Baby ist angewiesen auch auf andere. Und Gott ist selbst Mensch geworden. Gott ist selbst als Mensch in diese Welt gekommen. Er hat auch empfunden wie wir. Er hat Schmerzen gehabt und Jesus ist ans Kreuz gegangen. Gott war sich nicht zu schade, sich ganz klein zu machen, sich zu erniedrigen, ja, sich verspotten zu lassen, sich verhöhnen zu lassen. Gott war sich nicht zu schade, weil er uns so liebt, weil er dich so liebt. Weil Gott gesagt hat, ich liebe dich so, ich nehme das auf mich, ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen Weg und dieser große König, dem alles gehört, der die Welt erschaffen hat von Anfang bis Ende, dessen Königreich ewiglich währt, der hat sich so klein gemacht. Und ich finde, das übertrifft meine Vorstellung und er ist wahrhaft der König und das sollten wir nicht vergessen jetzt, wenn wir Weihnachten feiern und alles so niedlich auch ist und die Menschen, viele wissen noch nicht mal mehr, wieso wir überhaupt Weihnachten feiern. Aber vielleicht sollten wir erzählen, wer Jesus ist. Vielleicht sollten wir mal sagen, dass das Königreich ewiglich wäre, dass an diesem König keiner vorbeikommt. Jesus sagt selbst, dass alle Gewalt ist ihm gegeben, alle Macht ist ihm gegeben, im Himmel und auf Erden. Im Matthäus-Evangelium steht das. Kapitel 28, wenn ihr das sagt, Vers 18. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus gehört alle Macht. Und ich danke dir, Jesus, dass du so ein König bist und dass wir, Jesus, zu dir kommen dürfen, so wie wir sind und dass wir dich erkennen dürfen. Und du weißt auch, wer hier ist und wer dich vielleicht auch noch nicht so erkannt hat.
wer dich noch so als Baby sieht. Und vielleicht kannst du uns heute ganz viel noch von dir offenbaren, ganz viel zeigen, Jesus, dass wir verstehen, dass du so ein großer Herrscher bist, dass die ganze Erde ist dein, alles, was darauf ist, hast du erschaffen. Im Mutterleib hast du uns gebildet und ja, wir sind einfach abgekommen vom Weg, aber du hast dich klein gemacht, Herr. Du hast Knechtgestalt angenommen, damit jeder kommen kann. Du hast alles bezahlt am Kreuz, Jesus, dass jeder kommen kann zu dir und du empfängst mit offenen Armen. Jeder, der Jesus in sein Herz aufnimmt, der sagt, ja, Jesus, ich will dich in mein Herz aufnehmen. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir folgen. Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich will auch ein Königskind werden. Denn das wirst du. Das wirst du als ein Jesus-Nachfolger, wirst du ein Königskind. Ein Kind des mächtigen Herrschers. Und das ist das wieder mit Gottes Wort kennen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo wir noch nicht aufgenommen haben. Wenn du weißt, was in der Bibel steht, deine Identität in Christus, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann wird sich das hineindrücken, was Gott gesagt hat. Das ist manchmal so im Widerspruch zu dem, was wir sehen. Und das Gottes Realität muss unsere Realität werden. Und das geht nur, weil wir jahrelang etwas anderes auch oft gehört haben und gesehen haben und gelernt haben. Wenn wir uns das verinnerlichen, wenn wir das lesen, wenn Gott uns selbst das offenbart, wenn der Heilige Geist uns das zeigt und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann lässt er dich nicht alleine, dann wirst du auch den Heiligen Geist empfangen, einen ganz persönlichen Lehrer. Und der ist hier, der ist auch bei allen, die Jesus folgen. Und er wird dich alles lehren, alles, was Jesus gesagt hat. Niemals mehr wirst du alleine sein. Herr, wir danken dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Du bist der König. Du bist der mächtige Herrscher. Und weißt du, wir haben das vergessen, Jesus, in unserem Alltag. Und manchmal wird uns das nicht mehr so bewusst. Ich vergesse das auch, wie mächtig und groß du bist und dass du alles gemacht hast und dass dir alles gehört. Alles ist dein. Und dass du wiederkommst und dass du herrschen wirst. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier jetzt auch in diesem neuen Raum bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Jesus, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen sehen dein Königreich. Wir wollen mehr sehen von dir. Wir wollen sehen, was geschrieben steht in deinem Wort, Jesus. Wir wollen sehen, dass du Zeichen im Himmel und auf Erden tust. Wir wollen das sehen. Ich will das sehen. Ich will das sehen, weil ich glaube das. Ich glaube jedes Wort, was du gesagt hast, Herr, weil du bist das Wort. Und ich glaube, was in der Bibel steht. Ich glaube, was du gesagt hast. Und wir wollen das sehen. Wir wollen das sehen. Wir wollen von deinem Königreich sehen. Wir wollen dich sehen, Jesus. Wir wollen in deine Herrlichkeit. Ja, du kannst sitzen bleiben oder aufstehen jetzt im Lobpreis, in der Anbetungszeit. Wie du magst. Und ja, mach dich ganz weit auf für Jesus. Gib ihm alles von dir, dein ganzes Herz. Schütte aus deine Zweifel. Gib ihm alles. Sag, wenn du Zweifel hast. Sag, wenn dir auch etwas komisch vorkommt hier. Bring ihm das. Wend dich an Jesus. Wend dich an Jesus, bleib bei Jesus. Jesus ist treu. Halleluja. Kann ja los sein. Halleluja.
Ich bin vollzeitlich im Predigt- und Heilungsdienst und im Medienbereich für Jesus unterwegs. Mein Dienst ist überkonfessionell und deshalb finanziert er sich ausschließlich durch Spenden. Über Unterstützung meines Dienstes würde ich mich sehr freuen.